Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play hier bei Tekken 5. Wir machen natürlich gleich weiter mit dem Story-Modus, weil wir wissen ja bereits, in der letzten Folge haben wir ja Christy Montero gespielt und man weiß ja auch, man kann hier auch mit Eddie Gordo spielen und den allerdings muss man erst freischalten. Und das möchte ich euch gerne zeigen, wie man den freischaltet. Und zwar, man geht ganz nach unten in Anpassmodus, geht bei Charakter anpassen, wählt man dann Christy aus. Und ganz unten steht da auch Outfit. Den müssen wir kaufen. Den habe ich auch schon bereits erworben. Wenn wir das erworben haben, können wir jetzt auch Eddie spielen. Dann gehen wir mal wieder zurück. Und können jetzt auch glatt mit dem Storm-Modus beginnen. The King of Iron Fist Tournament 5. So, wir müssen natürlich wieder zu Christy und jetzt muss ich die Kreistaste drücken. Eddie Gordo. Seht ihr, und schon haben wir Eddie Gordo freigeschaltet. Eddie Gordo, a legendary Capoeira prodigy. Eddie's master was set to be free after a long prison sentence. However, his master had become a frail old man. This was not the master he once knew. Eddie had his master hospitalized. He was told that his master was terminally ill, but a cure might be possible with technology from the Mishima Zaibatsu. A week later, Eddie enters the King of Iron Fist Tournament 5 to find a cure for his master. Get ready for the next battle. Okay, endlich kann ich Eddie spielen. Ja, also man muss tatsächlich nicht Christy die Story-Modus komplett durchspielen. Nee, es reicht schon, wenn man bei Christy diesen speziellen Outfit freischaltet. Und seine Motivation ist eigentlich genau die gleiche wie Christy Montero. Er will quasi seinen Meister retten. Und deswegen braucht er das Preisgeld, um die, ich sag mal, Operationskosten zu bezahlen. Besser gesagt, die medizinische Einrichtungen, die er von der Mishima Zaibatsu gibt. Das ist auch irgendwie interessant. Alles dreht sich um die Mishima Zaibatsu. Get ready for the next battle. Final round. Übrigens, ich möchte mich gerne für die letzte Folge entschuldigen, weil in der letzten Folge habe ich das Ganze in der 30 FPS-Rate eingestellt. Aber dann sage ich, nee, das sah wirklich nicht so gut aus. Deswegen habe ich mir doch lieber umentschieden, habe das wieder so rückgängig gemacht. Das läuft jetzt wieder mit 60 FPS. Und jetzt ist wieder alles gut in Feinste. Get ready for the next battle. Eddie, leave this to me. No, let me handle this. I need you to stay out of this. Eddie, why won't you understand? Final round. Oh Gott, Eddie gegen Christy. Hatten wir in der letzten Folge auch gehabt, aber diesmal spiele ich hier Eddie. Und sorry, Christy, auch wenn ich dich gerne mag, ich werde hier gewinnen. Und ich werde deinen Großvater retten. Aber Eddie ist viel cooler, ne? Viel, viel cooler. Wait for me, Christy. I will come back. Get ready for the next battle. Okay. Jetzt gegen Steve Fox. Mann, bin ich echt erleichtert, dass ich mit dem hinter mir habe. So, dich mache ich doch. Wow. Ich würde sagen, dich mache ich richtig leicht fertig. You win.
Get ready for the next battle. Final round. Okay, Lee. Lee, Lee, Lee. Oh Gott, oh Gott. Ich hab wieder vergessen, wie kacke er immer ist. Ja, könnt ihr auch noch erinnern, wo wir mit Steve gekämpft haben? Und genau so ein Problem haben wir jetzt wieder. Obwohl, ich müsste ein bisschen besser sein, weil ich spiele ja jetzt mit Eddie. Final round. Fight. Oh, das sieht auch schon mal gut aus. Ah, verdammt, ich dachte, ich würde einen Perfect King kriegen. Ja, komm schon. Nein, komm, komm, ich... Jawohl, ich wollte schon sagen, hätte er mich jetzt wieder geschlagen, dann... Nee, also dann, das wär's. Dann hätte er mich richtig zum Kochen gebracht. Get ready for the next battle. Hey. I remember your face. Nanのことだ? Figures. You framed me for the murder of my parents. Does that ring a bell? なるほど. あのブラジル人資産家の息子か? I'm gonna kill you for what you've done. Final round. Stimmt, da war ja was. Da war auch so eine kleine Rivalität von Katsuya. Aber ich glaube, das wurde auch nie so richtig beleuchtet. Auf jeden Fall wusste man, in Tekken 3 war ja Eddie irgendwie aus dem Knast. Ich will nicht sagen ausgebrochen, aber ich glaube, der wurde dann entlassen. Und Chrissy Großvater hat ihn dabei, ich weiß nicht, gerettet oder halt seine Kampftechnik einfach beigebracht. Komm, ich will dich fertig machen. Nein, oh Gott, hör auf damit! Jawohl. I did it, Father. I've avenged you. All right. Now I just need to get the money for the master's medical bills. Get ready for the next battle. Oh, jetzt wieder gegen Devilgen. Final round. Fight. Aber ohne Witz, also Devilgen ist gefühlt hier der zweite Bossgegner. Naja, eigentlich der erste, aber er ist, sag mal, nicht so stark wie Jinpachi. Er ist einfach nur da, könnte man sagen. Oh, krass. Das war ein Great. Come on. Get ready for the next battle. よくぞここまでたどり着いたな。わしの名は三島ジンパチ。わしの目的は全ての破壊。Final round. Okay, Jinpachi. Fight. Ich werde dich besiegen. Ey, komm schon. Ey, komm schon. Alter. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, dass du's machst. Nein. Oh Gott. Oh Mann. Aber ich hab's gewusst. Das wäre zu einfach gewesen. Man muss gefühlt immer einmal verlieren gegen Jinpachi. Und dann gewinnt man. Er hat aber immer seine Foul. Er hat immer seine Foul-Tricks.
Oh, oh. Mann, ey. Man hat irgendwie dadurch auch keine Chance, sich gut schnell aufzustehen. Er greift dich einfach sofort weiter an. Das geht so. Ja, genau. Macht immer diesen Dreckscheiß Feuer. Ihr wisst gerade echt nicht, wie das nervig ist. Final round. Fight. Ey, seht ihr, er macht immer einfach. Er muss nur zweimal machen und schon hat er mich. Was ist das? Get ready for the next battle. Final round. Fight. Na bitte! Ja, also im Prinzip ist es genau das gleiche Ende. Aber es schadet ja nicht, trotzdem hier mal mit Eddie zu spielen. Weil damals in Tekken 4 hatte ich ja meine Gründe, warum ich ihn nicht gespielt habe. Okay, da wir noch Zeit haben, machen wir direkt mal weiter. Und jetzt geht es weiter mit Paul Phoenix. Paul Phoenix. Paul Phoenix, the self-proclaimed toughest fighter in the universe. Paul entered the previous tournament to go head-to-head with Kazuya Mishima, someone he hadn't fought in 20 years. But he had to get through someone first. Not Kuma again! Kuma was tough. Paul got careless for one instant, and Kuma floored him. It's time to start all over again, says Paul. 2 months later, Paul is ready for the King of Iron Fist Tournament 5. I am the toughest fighter in the universe, screams Paul. Get ready for the next battle. Final round. Okay. Fight. Paul Phoenix, auch einer der geilsten Charaktere. Und er will jetzt der stärkste im Universum sein. Aber interessant, irgendwie war im Prolog auch Kuma zu sehen. Aber in Tekken 4 hatten wir, glaube ich, nie die Rivalität von Paul und Kuma gesehen. Ich sag es euch, in Tekken 4 war jetzt nicht so wie hier eine Storyline. Da hat man einfach so bis zum Final Stage gekämpft und schon hat man so ein Ende gesehen. Hier hat man so richtig eine kurze kleine Story eingebaut. Das finde ich wirklich cool. Jeder Charakter, kurze Zwischensequenz und am Ende halt das richtige Ende. Final round. Fight. Jawohl, mach ihn fertig, Paul. Oh, sogar ein Perfect. Was sagt man dazu? Get ready for the next battle. Final round. Fight. Go!
Und schon wieder besiegt. You win. Us. Get ready for the next battle. What the? You again? I'm gonna prove I'm the toughest in the universe. I don't give a crap about anything else. Shut your bear trap! I'm gonna be the toughest in the universe. Final round. Oh Gott, jetzt gegen Kuma. Fight. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich nicht so gerne gegen Tiere kämpfe. Weil die sind hier wirklich, wirklich extrem nervig. Vor allem Kuma. Später auch noch mit Panda und Roger Jr. Ja, sicher. Aber ich lasse nicht zu, dass ein Bär, ich meine, ein Bär mich besiegt. Das lasse ich mich nicht zu. Na, warte. Irgendwie finde ich das schon ein bisschen witzig, dass wir gegen einen Bären kämpfen. Aber trotzdem, es ist verdammt nervig. Jawoll. Yeah, baby, yeah! I finally mopped the floor with your bear hide. No one can stop me from becoming the toughest in the universe! Ja. Warum sollte Paul die Mishima Cyber zu retten? Vielleicht ist das Kumas Motivation. Final round. Aber er hat leider verloren. Das war mies. Das war ultra mies. Continue. Get ready for the next battle. Ab Level 5 sind die wirklich extrem sau schnell und gefährlich, die Gegner. Egal welcher Gegner es ist. Na, vielleicht, ich weiß nicht. Vielleicht sind doch nicht alle Gegner so stark, aber trotzdem. Die KI denkt, ja, jetzt bist du ab dem Level, jetzt wird es ein bisschen schwer. Von wegen schwer, ich würde euch hier alle besiegen. Gotcha! Get ready for the next battle. Final round. Fight. Ich find's interessant, dass wir keine Zwischensequenz haben bei Law, weil als wir Law gespielt haben, gab's ja halt diese kurze Rivalität. Dass man hier nicht in dieser Geschichte eingegangen ist, ist auch interessant. Ja gut, man muss jetzt nicht jede Geschichte zweimal erzählen. Jawohl, ich dachte, sie hätte mich. Aber ich war ein bisschen schneller. Us! Ich mag's irgendwie, wenn er es sagt. Ich weiß nicht, was für eine Bedeutung hat, aber trotzdem. Final round. Es ist verdammt witzig. Ich glaube, Mokujin soll jetzt Kuma darstellen. Ja, es ist einfach Kuma. Oder Panda. Panda und Kuma sind eigentlich genau die gleichen. Klar, es sind zwei unterschiedliche Tiere, aber die haben beide die gleichen Kampftechniken. You win. Us! Get ready for the next battle. Final round. Ja, ich weiß, du fürchtest den Zorn Gottes. Nee, ich soll den Zorn Gottes spüren. Aber du bist ein Teufel. Willst du dich als Gott bezeichnen, Devil Jin? Oh, ich hasse immer seine Laserstrahlkanone. Aber es ist cool. Ich fand ihn wirklich, Devil Jin, immer cool. Final round. Fight. Aha, nicht getroffen. Yeah.
Jawoll! You win. Us. Get ready for the next battle. わしの目的は全ての破壊。貴様ら人間どもが平和を謳歌していた間、わしはここに捕らえられてじっと復活の時を伺っておったのだ。長い気の遠くなるような長い時間をわしはひたすら耐えた。ただじっと耐えられたのだ。そしてその時間はそのまま貴様らへの憎悪となって今このわしと共にあるのだ。 Either way, I'll be the toughest on earth as soon as I kick your ass, right?10 seconds! I'll be number one! Final round. Alles klar. Ich bin gleich die Nummer 1. Vor allem diese 10 Sekunden. Das hat mich so sehr stark an Spider-Man 1 erinnert. Da war ja auch so eine Wrestling-Szene. Da meinte er auch, Bones zwar 15 Sekunden oder... Okay, das war scheiße. Weil ich war gerade nicht am Konzentrieren, aber ich wollte die Geschichte erzählen. Das war eigentlich genau der gleiche Fall. Final round. Fight. Wow! Aha, abgewehrt. Nein! Oh, dieser mieser Dreckskerl. Der klaut er mein Leben und macht mich platt. Das gibt's doch gar nicht. Final round. Fight. Nein! Na! Ah! Ah, verdammt. Wisst ihr, wie nervig das ist, wenn er das macht? Get ready for the next battle. Ich will ja auch mal gegen... was ist gegen? Als den Chimpati-Spiel, aber nee, in Tekken 5 ist es, glaube ich, nie machbar. Nur wenn man hier Tekken 5 für die PSP holt, das ist quasi Dark Resurrection, verstehe ich eigentlich auch nicht, warum man eigentlich so zwei unterschiedliche Versionen gemacht hat. Weil ich finde die PS2-Version ein bisschen schicker als die PSP-Version. Alles klar, also er will jetzt tatsächlich gegen die Aliens bekämpfen. What the fuck? Wir haben gesehen, Alter, da hat er eine Menge zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Leute, das war's auch leider wieder mit der Folge. Ich werde jetzt wie immer hier wieder speichern gehen. Und in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich dann mit Jack 5 weitermachen. Und dann geht es dann mit Jin weiter. Kann noch mal gerne schnell gucken. Ja, in der nächsten Folge machen wir dann mit Jack 5 und dann mit Jin Kazama, quasi mein Lieblingscharakter. Cool, 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 cool. Ja, also, wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. What the fuck? Nee, ich will zurück. Was ich sagen wollte. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt auch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super, super mega freuen. Und wir sehen uns halt das Ganze erst in der nächsten Folge hier bei Tekken 5. Mach's gut, bis bald und haut rein. Tschüss.